Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Trigon zwischen Venus und Saturn. Die Dinge dürften offensichtlich nicht mehr so gut laufen, wie Sie sich das wünschen. Und bevor wir hier in dem Horoskop weitergehen, möchte ich noch kurz eine neue unfassbare Tatsache erwähnen. Ich sage es nochmal so, wie ich das mitbekommen habe, der von uns wirklich, ich würde fast sagen von uns allen, so hochgeschätzte und wirklich liebenswerte, sympathische und auch mutige Zahnarzt, Dr. Jaroslav Belski, wurde brutal niedergeschlagen und schwer verletzt. Und es ist für mich einfach nur ein erbärmliches Armutszeichen eines nicht verlieren können denn Systemes. Ja, sie können einfach nicht verlieren, aber sie werden es noch lernen. Da haben sie gute Lehrmeister in uns, dass sie sich dazu herablassen, dass sie sich dazu versteigen, ja, einen Zahnarzt, der eine kritische Ansicht vertritt, ja, niederzuschlagen. Ich meine, das ist billigst hoch 5, ja. Und ich wünsche dir, lieber Jaroslav, der so viel für uns alle getan hat, gute Besserung, und du sollst auch wissen, dass wir hinter dir stehen und dass wir viel mehr sind, als wir glauben. Ich bin ein großer Fan von dir und das wollte ich hier mal zum Ausdruck bringen. Und so geht es nicht, Leute, also so geht es nicht. Hier wurde eine Grenze überschritten und wie ich gesagt habe, die Stadtsipaten machen uns immer stärker und stärker. Ja, also Volksgenossen, jeder darf seine Meinung zu Hause vertreten. Sobald er sie mit jemand anderen teilt, ist er ein Volksfreiter. Ja, ja, wer da der Verräter ist, das stellt sich dann bald heraus. Interessant ist nur, wir haben hier die Sonne in der Jungfrau. Gut, kurzer Ausflug in die Elemente. Sonne, Merkur, Mars in der Jungfrau, Pluto im Steinbock, da bleibt er noch eine Zeit lang, der Uranus im Stier, also 5 Planeten haben wir in der Jungfrau, sehr statisch, sehr stabil und natürlich auch sehr unbeirrbar. Und das sind auch wir. Wir sind auch sehr unbeirrbar und an uns werden sie sich ihre Zähne ausbeißen. Das passt auch zum Thema Zahnarzt. Venus, Saturn, Jupiter in der Luft, also das heißt im kommunikativen Bereich, im geistigen Bereich gut. 2 Planeten im Wasser, Gefühlsbereich ein bisschen schlecht, aber Feuer nix. Also das heißt, die nächsten 4 Monate werden eine sehr starke, labile Energie in sich tragen. Also da fällt sozusagen der Schwung. Jetzt kannst du sagen, ja, aber hier ist doch Aszendent Schütze, das ist doch dynamisch, impulsiv, auf Widergraden, im ersten Grad. Sage ich, ja, gut, okay, das mag wohl sein, aber wir haben ein Quadrat der Sonne als Herrscher von 9 auf den Aszendenten. Ist witzig, oder? Weil ja der Schütze hängt mit dem 9. Haus zusammen. Und wir haben auch den Herrscher des Aszendenten Jupiter irgendwie so noch, auch wenn es aus einem anderen Sternzeichen bereits kommt, ja, aber irgendwie so auf Wienerisch eine verhatschte Opposition haben wir ja doch noch hier stehen. Ja. Also hier sind starke Blockadetendenzen. Wer blockiert wen? Das ferne Ausland, ja, oder auch Rom genannt, blockiert hier Deutschland, Österreich, Mitteleuropa, sehr stark hemmende Einflüsse. Ja. Also hier haben wir große Schwierigkeiten und wir haben gleichzeitig auch eine Halbsumme zwischen Sonne, Venus und in der Mitte Merkur. Also auch hier kommt es offensichtlich zu konstruktiven Gesprächen zwischen dem fernen Ausland und Deutschland, Österreich, sagen wir mal so, zwischen den Stadtsipaten, ja. Das wird hier mehr betont, also die werden jetzt hier einfach ins Gebet genommen. Es sieht aber so aus, als käme es zu konstruktiven Gesprächen. Und die Stadtsifanten haben nicht mehr das 8. Haus auf ihrer Seite, sondern sie haben das 7. Haus. Ja? Das heißt, die Stadtsipaten und die internationalen Verträge sozusagen sind im Bereich des fernen Auslandes. Also das heißt, man kann das auch als Rechtssystem, als Justiz bezeichnen. Das 9. Haus Außenpolitik würde besser passen, okay? Im Bereich der Außenpolitik. Das heißt, hier werden die sich unterordnen. In den nächsten 4 Monaten tut sich Gewaltiges. Ja, ich weiß, es ist alles viel zu langsam. Mir ist es auch zu langsam, gebe ich ganz offen zu. Nur halt, es sind
viele, viele Jahrzehnte in der falschen Richtung oder ist in der falschen Richtung gegangen worden, und das ist jetzt der Weg heraus, und dieser Weg heraus ist halt mühsam und steinig und natürlich auch mit Problemen verbunden. Aber wir haben hier Jungfrauenergien, wir haben hier Systematik und wir haben hier natürlich die neuen Wirken, großes Wissen, große Weisheit. Also hier sollte dann doch die Vernunft einkehren, und ich muss ehrlich sagen, dass mit diesen Schlägerbrigaden, mit den Schlägerbrigaden aus dem Bereich der bezahlten Lohnstänkerer, ja. Wir wissen, wer das war, ja, wir wissen, wer das war. Keine Sorge, Freunde, wir wissen, wer ihr wart, ja. Und das läuft nicht mehr, das läuft nicht mehr. Im Gegenteil, sie fördern den Erwachensprozess bei uns. Naja, gut, okay, jetzt kannst du sagen, Spitze 4. Haus in den Fischen, Herrscher von 4 ist allerdings in 3, und hier würde ich sagen, das ist nicht mehr Schlafen, sondern das ist für mich auch ein spiritueller Erwachensprozess. Denn immerhin steht ja Neptun und Fische für die höchsten spirituellen Erkenntnisse. Also eine durchaus spannende, hochinteressante Zeit. Die 36, die 9 wirken. Weiter zum 4. Teil. Ende.